Das Achtung Berlin New Film Award Festival findet jetzt schon zum 11. Mal hier in der Hauptstadt statt. Und ja, wir wollen einfach mal schauen, wen wir heute sehen. Achtung Berlin ist eine Leistungsschau von der Film- und Medienregion Berlin-Brandenburg. Wir werden heute Schauspieler, Regisseure und Kameraleute sehen, die hier ihre Filme vorstellen. Seien wir also gespannt. Das Achtung Berlin Filmfestival ist nicht so groß wie die Berlinale. Hier ist alles etwas familiärer und ohne den großen Starrummel. Aber genau das schätzt das Publikum und die Filmemacher, die sich hier auf Augenhöhe begegnen und miteinander in einen Gedankenaustausch treten können. Ich fragte den Schauspieler Max Mauff, was er denn schon so alles gedreht hat. Ja, ich habe so zeitgeistige Klassiker wie Berlin Calling oder Die Welle. Jetzt kommt so eine Netflix-Serie, aber das erzähle ich Ihnen auch das erste Mal. Können Sie für Ihre nächsten Projekte schon ein bisschen was erzählen? Zurzeit habe ich jetzt gerade in der Sehsüchte-Jury gesessen und wir haben den Kurzfilm ausgewählt. Da gibt es, glaube ich, morgen auch eine Pressekonferenz. Das heißt, im Moment habe ich einen Jury-Job gemacht, habe ganz viele Kurzfilme gesehen. Dann fange ich jetzt nächste Woche einen Kurzfilm an zu drehen. Danach gleich noch ein und dann gucke ich, wie das Jahr so läuft und was für Leute auf mich zukommen. Das ist so wie jedes Jahr. Ich mache das relativ lang schon, aber es ist jedes Jahr aufs Neue spannend. Achtung Berlin, das Filmfestival. Was bedeutet das für Sie als Schauspieler? In allererster Linie heißt es, so ein paar Kollegen treffen, die man sonst nicht trifft, aber so die Berliner Filmszene kommt ja so zusammen. Und ich finde es eigentlich schön, wie das in den letzten Jahren einfach gewachsen ist. Ne? Also, weil es neben der Berlinale dann doch ein Filmfest gibt, wo das Filme gucken doch im Vordergrund steht und gar nicht so die Veranstaltungen oder so die Stars, die dann da kommen, sondern wirklich die Filme. Und das finde ich eigentlich schön. Sie haben gesagt, Sie haben Karten gewonnen hier. Ja, genau. Und wo? Bei Fritz. Bei Fritz. Radio, genau. Ah ja. Also eifrige Fritz-Hörerin. Ja. Genau. Und sind Sie zum ersten Mal hier? Ja, genau. Ich bin zum ersten Mal auf dem Filmfestival jetzt und bin schon sehr gespannt, wie der Film wird. Und werden Sie sich weitere Filme hier auf dem Filmfestival anschauen? Ja, ich glaube schon, ja. Ja, ich finde es wichtig für Berlin und toll, dass es sowas gibt. Und es gibt ja eine Menge Festivals hier und die haben das über die Jahre ganz gut hinbekommen, sag ich mal, sich als Marke zu etablieren. Und ich habe auch mit Hajo Schäfer studiert, damals in Bochum. Ich wollte schon gerade sagen, Sie sehen sehr ein bisschen so aus, als wenn Sie mit der Materie zu tun hätten. Ja, also eben, wir haben das Gleiche studiert und deswegen komme ich immer gerne und schaue, was es so macht. Ja, und freue mich immer, dass es immer größer wird jedes Jahr und die Filme besser. Jetzt habe ich hier Patrick Kalupa vor unserer Kamera. Er ist Schauspieler und besucht das Achtung Berlin Filmfestival. Sind Sie das erste Mal hier als Besucher? Hier? Nein, eigentlich bin ich regelmäßig da und ich glaube, das ist jetzt mein drittes Mal. Also viele Zuschauer werden sagen, Mensch, Nanu, den kenne ich ja. Woher könnten die Zuschauer Sie kennen? Ich habe gerade in einer Serie mitgespielt, Bettys Diagnose, 1925, freitags im ZDF. Ist allerdings letzten Freitag die letzte Folge gelaufen, aber es kommt eine zweite Staffel. Und so ein Filmfestival ist bestimmt auch gut, um alte Kollegen wieder zu treffen, aber auch um Kontakte zu knüpfen, ja? Hauptsächlich um Kollegen zu treffen und ein paar kleine Kontakte zu knüpfen. Katharina Dockhorn ist jetzt hier an meiner Seite. Das ist ja auch eine Leistungsschau der Film- und Fernsehschaffenden von Berlin-Brandenburg. Der Filmschaffenden vor allen Dingen, ja. Mhm. Ja, das Festival hat sich jetzt etabliert, ist jetzt im 11. Jahr. Und ich sage es mal so, es ist einfach ein sehr sympathisches Geschichte, kleinere Filme, die einfach auch ihr Publikum brauchen. Und wir haben ja leider die Tendenz, dass solche Filme es vielleicht im Kino ein bisschen schwerer haben, vielleicht gar nicht so wahrgenommen werden. Und insofern ist es schön, wenn so ein Festival hier auch so eine Plattform bietet. Und ich kann einen Film wirklich nur empfehlen, der läuft am Sonntag. Das ist Striche ziehen von Gerd Kroske, ein ganz toller Dokumentarfilm, der schon in Leipzig auf dem Doc-Film-Festival lief und auch schon Publikumspreise bekommen hat, in Duisburg auf der Filmwoche zum Beispiel. Also insofern sind hier solche Perlen wirklich, die ihr Publikum auch suchen müssen und gleich und immer wieder Neuentdeckungen. Aber man trifft eben auch so bekannte Regisseure wie Gerd Kroske. Und das ist eine gute Mischung und das kriegen die Leute immer wieder hin. Und das ist vielleicht das Gute dabei. Volker Schlöndorff, was bedeutet Ihnen das Achtung Berlin Filmfestival? Ja, ich komme, um zu entdecken.
diejenigen, die mich endlich umbringen werden. Wieso das? Naja, jede Jugend muss Vatermörder sein. Ach so. Aber es ist ja auch, hat sich auch als Leistungsschau der Filmschaffenden in Berlin und Brandenburg etabliert, das Filmfestival, ne? Ja, na, ich finde es ganz toll und bin gespannt. Man kommt wirklich her zum Entdecken, man hat keine Ahnung, was einen erwartet. Das Filmteam von Lichtgestalten und die Festivalsleitung zeigen sich gemeinsam den Fotografen. Der Film Lichtgestalten ist auch gleichzeitig der Eröffnungsfilm von Achtung Berlin. Das ist unser Shuttle-Service, der... Und dann ist es endlich soweit. Sebastian Brose und Hajo Schäfer eröffnen das Achtung Berlin Filmfestival. Jetzt habe ich hier Sebastian Brose vor unserer Kamera. Er ist Mitbegründer des Achtung Berlin Filmfestivals. Herr Brose, wie kam es eigentlich zur Gründung dieses Festivals? Sie und Hajo hatten ja zusammen die Idee. Ja, wir hatten damals die Idee vor ja jetzt schon über 11, also vor 12 Jahren ungefähr. Die Idee war, dass es natürlich die große Berlinale gab, aber dass deutscher Film auf der Berlinale damals sozusagen noch nicht so beliebt war, hatte noch keine wirkliche Plattform und das fing gerade so an. Und gerade auch Berlin kam dann auch nicht zum Vorschein. Und wir dachten, es fehlt noch sozusagen so eine Plattform explizit, wo sich Berlin irgendwie darstellen kann. Weil halt Berlin natürlich auch schon damals langsam anfing, so einer der größten oder einer der wichtigsten Medien- und Filmstandorte zu werden. Und das fing dann so ein bisschen an durch dann Goodbye Lenin und so. Das waren so ein paar Erfolge, die dann das so ein bisschen alles vorangetrieben haben. Ich kann mir die Zahlen nicht merken. Es gab damals also noch kein Festival, was sich so speziell um die Film- und Fernsehschaffenden in Berlin und Brandenburg gekümmert hat. Jetzt hat sich das ja durch Ihre Initiative gewandelt. Nun ist es ja immer so, man hat eine Idee, aber die Umsetzung dann zu machen, wie ist Ihnen das dann gelungen? Wir sind einfach ins kalte Wasser gesprungen. Also unsere Idee war gleich zu versuchen, also wirklich auch ein ausgewachsenes Festival auf die Beine zu stellen und nicht, sage ich mal, sehr klein anzufangen, sondern schon versuchen, so ein gewisses Niveau auch von den Filmen her. Das haben wir einfach gemacht, versucht, Förderung beantragt und das hat dann gleich im ersten Jahr geklappt und so, also sind wir so reingekommen. Mhm. Im Grunde einfach, man muss es probieren. Mhm. Der Sprung ins kalte Wasser. Jetzt sind wir auf der Achtung Berlin Filmparty und hier ist eine Menge los. Schauen wir mal, mit wem wir so alles noch ins Gespräch kommen. Was bedeutet Ihnen das Berlin, Achtung Berlin Filmfestival? Ich komme eigentlich ganz gern hierher, was A daran liegt, dass ich die Festivalbetreiber kenne und auch vor ein paar Jahren selber schon mal einen Film hier hatte. Und ich mag die Atmosphäre, so ein bisschen persönlicher, ein bisschen privater als jetzt die Berlinale oder die großen Festivals. Ja. Und was hatten Sie für einen Film mal vor einiger Zeit hier? Das war ein mittellanger 30-Minuten Spielfilm, der hieß Wie alles endet. Wie alles endet, hieß der. Ich bin jetzt mal ein bisschen keck. Ist es ein Film über die Bestattungsszene gewesen? Gut getroffen. Es ging tatsächlich, also die Hauptfigur war tatsächlich Bestatter, ja. Gut. Dass wir jetzt den Film erzählen, dazu kommt es vielleicht ein bisschen zu lang. Aber dann haben wir hier noch den anderen jungen Mann. Was bedeutet Ihnen das Achtung Berlin Filmfestival? Ich freue mich, dass es Filme aus Berlin gibt und dass Berlin der Mittelpunkt ist. Ja. Und Sie sind selbst auch in der Filmbranche tätig? Ein bisschen, ja. Was machen Sie da? Ich helfe Filmen bei der Finanzierung. Ich bin Crowdfunding-Berater. Das kann ich Ihnen sagen. Das Achtung Berlin Festival ist ein Festival, was eben eine Klientel anspricht, die auf andere Festivals anscheinend gar nicht erscheint. Also die Berlinale, würde ich mal sagen, zieht dieses Publikum nicht unbedingt. Maybe da gibt es eine Schnittmenge, die ist aber relativ gering. Und für alle anderen Sachen, die das Berlin an sich betreffen, gibt es ja auch keinen Ort. Es gibt eine ganze Menge anderer Festivals, die auf verschiedenen Niveaus stattfinden oder bestimmte Schwerpunkte bedenken. Aber ein reines, nur auf Berlin zugeschnittenes Festival, was sich mit den Menschen und mit den Filmen, Herstellungen oder den Locations in Berlin beschäftigt, was nicht heißt, es sind nur Berliner, sondern das sind ja auch Perspektiven von anderen. Und das ist, glaube ich, ein sehr entwicklungsfähiges und tolles Basement, um ein Festival zu starten und auch, wie man sieht, immer weiter wachsen zu lassen. Und das ist toll. Das ist das Ende der Achtung Berlin Eröffnungsparty. Das Berlin-Fernsehen wird in den nächsten Tagen immer mal wieder beim Achtung Berlin Filmfestival vorbeischauen.
Und ja, dann seien Sie einfach mal gespannt.